Guten Morgen. Hallo. Aus Saint-Tropez. Genau, wir sind heute in Saint-Tropez und haben vor, danach nach Port Grimaud zu fahren. Genau, wenn die Zeit ausreicht, werden wir das machen. Meinem Schatz geht es heute nicht so besonders, weil sie hat Herpes bekommen. Und das nimmt sie jetzt ein bisschen mit. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Wir sind stark. Euch zeigen wir heute auf jeden Fall Saint-Tropez. Es ist voll, Leute. Wir waren letztes Jahr im März hier und da war es noch kurz vor der Pandemie und es war menschenleer. Aber ich zeige es auch noch mal kurz hier. Das ist halt typisch. Yachtshow ohne Ende, ganz viele Touristen aus aller Welt. Ja, also berühmt geworden ist der Saint-Tropez damals, so glaube ich es zumindest, mit dem Film von Louis de Funès, der Gendarme von Saint-Tropez, ne? Ja. Die berühmte Gendarmerie ist eigentlich so zwei Straßen hinter uns. Wenn wir die Zeit finden, gehen wir da auch nochmal hin. Aber da waren wir auch letztes Jahr schon. Ich blende euch ansonsten ein Foto ein, genau. Hier oben oder hier irgendwo hin. Und ja. Und sonst ein Brigitte Bardot fällt einem die, natürlich die ein. Die wohnt ja immer noch hier. Richtig. Echt? Wohnt sie noch hier? Die wohnt immer noch hier. Okay. Und die hat total zurückgezogen. Man sagt ja nichts Gutes über sie. Aber war mal eine hübsche Frau. So, und bei dem Wetter kann man sich nur Slash Papi gönnen. Ich wollte mir heute kein Eis. Genau. Und wegen dem Auto können wir uns jetzt kein Champagner leisten, ne Schatz? Die Sonne. Ja, genau, die Sonne kommt jetzt langsam raus. Ich hab's dir doch gesagt. Wir nehmen überall die Sonne mit, ist doch schön. Die Nina braucht Erfrischung. Nina, Schatz, ist dir warm? Ja, meine Lieben. Das war's von Saint-Tropez. Wir hoffen, wir konnten mal schöne Bilder von Saint-Tropez zeigen. Jetzt geht's Richtung Port Grimaud. In ein paar Stunden war leider nicht mehr möglich. Das reicht aber, denke ich schon. Ja. In Port Grimaud, endlich! Ja, ihr Hübschen, letzten Monat waren wir in Venedig der Alpen. Und heute sind wir in Venedig der Provence. Venedig der Provence! Eine lange Geschichte. Es ist 1966 gegründet worden von einer Person. Also dem haben wir dieses wunderschöne
Städtchen, Dörfchen zu verdanken. Genau, hier wurden Kanäle errichtet zwischen den Häusern. Es ist sozusagen halt auch eine Lagunenstadt sozusagen. Wir machen jetzt gerade eine Bootstour hier in Port Cremont. Eigentlich wollten wir eine private machen, aber die waren alle schon vermietet. Alle vermietet. Elektrische Boote gibt es hier für bis zu 4 Personen. Und jetzt haben wir pro Mann 6 Euro bezahlt. Und die Egger, die Kleine, die ist 7 und die durfte umsonst bei uns. Echt? Sonst Kinder 3 Jahre. Ja, aber der Mann hat sie einfach durchgeworfen. Aber traumhaft hier schön, oder Leute? Also echt. Ich habe nochmal gegoogelt, François Corrie. Dankeschön für diese wunderschöne Stadt. Ja, der Architekt, ne, der das damals hier errichtet hat. Also definitiv sehenswert, absolut, absolut empfehlenswert für alle, die Sonne lieben, die Architektur lieben, die, ja, keine Ahnung, einfach Schönes sehen wollen. Die das Mediterrane in Frankreich einfach erleben möchten. Wunderschön. Ja, unser Abendessen ist zu Ende. Also in Restaurant La Marina können wir nur empfehlen. Ja. War echt sehr, sehr lecker. Und die haben alles. Die haben alles, richtig. So, die Abenddämmerung hat schon eingesetzt und... Und die armen Leute, die leider keine Plätze ergattern konnten, genau, weil alles voll ist. Die setzen sich ans Steak und essen ihre Pizza, finde ich und super, das toll. Ich auch super. Hallo zusammen, unser Abend neigt sich dem Ende und wie ihr sehen könnt, hatten wir hier einen Platz ergattert und genau, haben unseren Pony aufgeladen. Hier in Port Cremont gibt es so ganz nette Ladesäulen mit 22 kW Ladeleistung und unser Mach-E hat mittlerweile 100% erreicht, denn unser Aufenthalt hat sich hier verlängert, denn es ist normal, einmal Port Cremont, dann möchte man nicht mehr zurück. Wir haben eine Bootsfahrt gemacht und genau, haben noch lecker gegessen, ein bisschen geschaut, Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dieses Video geht nun zu Ende. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Abend und ja, Abo nicht vergessen, wir Likes hoffen, nicht vergessen. Wir hoffen, dass es euch natürlich auch gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Video. Bye, bye.